Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PC-Building Simulator. Jawohl, wir sind hier voll am Start wieder und ich muss hier weiterhin PCs reparieren. Ich habe immer noch dieses welchige Teil hier stehen. Und da hat mir ein werter Kollege, Freund einen Tipp gegeben, ich soll doch mal die Hauptplatine austauschen, weil der ja geschrieben hat, dass er die Bänke hier von den die RAM-Bänke beschädigt hat. Das heißt, gar nicht der RAM an sich ist defekt, sondern die Dinger, wo die reinstecken, und die werden auf der Hauptplatine. Schauen wir mal, ich habe das Ding schon im Einkaufskorb, im Warenkorb, mal gucken. Ich muss hier aber noch ein bisschen was machen. Ich habe hier noch zwei Aufträge liegen, da müssen wir mal schauen. Da hat man hier noch zwei Aufträge, und zwar haben wir hier, Moment, von wem ist der? M. Wickert. Und M. Wickert war hier oben. So, und der war Wirbelgeräusch, Grafikkarte. Genau, da muss eine neue Grafikkarte rein, offensichtlich. Und der hat eine MSI GeForce GTX 89 Gaming 4G LE. Und davon habe ich sogar noch eine. Und das heißt, wir probieren das Ganze jetzt mal aus, ob das hier funktioniert und ob wir das hinkriegen. Schauen wir mal. Wir bauen es einfach mal aus, bauen die ein, die ich noch da habe, und dann sehen wir ja, was passiert. So, einmal, und dann wollen wir hier die neue einsetzen, oder die neue gebrauchte, weil bei dem geht auch gebraucht. So, die ist benutzt. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Wir haben sogar eine neue am Start. Ah, hier. MSIG, genau. Okay, die ist hinüber, und das ist die 69er, und hier ist die 89er. Stimmt, die hatte ich ja sogar schon bestellt, ne? Kann das sein? Egal, wir bauen die jetzt mal ein. So, dann, Moment. Müssen wir hier, na, komm her. Die PC-Teile wieder einsetzen. Ne, halt. Stopp, welche Abdeckung ist das? PC-Abdeckung. Ah, hier, die muss es sein. Jawohl. Die muss da wieder rein. Okay. So, und jetzt müssen wir hier die Kabel wieder reinsetzen. Und dann sollte der Hase hier wieder funktionieren. So, das Ding muss sowieso bis zum 15.02. erledigt sein. Schauen wir mal, ob... Fail hier. Ja, Ding nicht getroffen. Ob wir das hinkriegen. So. Eingesteckt, jawohl. Das sieht soweit ganz gut aus. Schmeißen wir mal an den Laden und gucken mal, was passiert. Diagnose stellen und reparieren. Aha, okay. An der Grafikkarte hat es dann offensichtlich doch nicht gelegen, oder was? Hm. Mist. Okay, woran könnte es dann noch liegen? Könnten Sie einige Reparaturen ausführen? Sie müssen einfach herausfinden, was mit meinem PC nicht stimmt. Als ich gestern ein Spiel starten wollte, gab es ein lautes Wirbelgeräusch und dann hat sich der Computer abgeschaltet. Hitzeproblem. Ich habe das Gefühl, die Grafikkarte verabschiedet sich allmählich. Der Auftrag muss schnell erledigt werden, spätestens am 15.12. Vielleicht bin ich beim Surfen auf zu vielen fragwürdigen Seiten gewesen. Okay, einen Virenscanner sollten wir noch machen. So, der Lüfter dreht sich, der Lüfter dreht sich. Grafikkarte haben wir ausgetauscht. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, woran es liegt. Hat er hier vielleicht keine Wärmeleitpaste drauf? Na, gehen wir da drauf. Jo. Packen wir mal da eine drauf und schauen dann nochmal. Prozessorkühler von M. Wickert. Einmal einsetzen. Kabel. Alle halt. Ah, ne, warte mal, wenn ich hier gerade schon einmal drin bin. Schwarz, schwarz.
Ah, ich habe nämlich schon gesehen, da will jemand Kunststoff-Graukabel haben. Die muss ich noch bestellen. So. Diagnose stellen und reparieren. Grafikkartenlüfter drehen sich auch. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Leute, ich brauche eure Hilfe. Woran kann es hier noch liegen? Also ich mache das jetzt erstmal hier. Also USB-Stick muss man einsetzen. Einmal den USB-Stick bitte. Einmal da rein, Dankeschön. So, Virenscanner müssen wir noch installieren. Na komm. Ja, einmal neu starten. Dankeschön. So, in der Zeit bestelle ich hier schon mal Kunststoff-Graukabel. Die brauche ich noch. Kabel schwarz, hellgrau. Dunkelgrau oder hellgrau? Ach, was soll's, wir nehmen einfach beide. Zack und zack. Sind zwar teuer wie Sau, aber egal. Haben wir auf jeden Fall schon mal im Warenkorb. So, Virenscan starten. Dateien säubern, läuft. Ah, okay, fertig. Juhu. Okay, alles klar, läuft. Halt, stopp. Ein bisschen drauf. Es läuft wieder. Jawohl. Der Virenscan war das Problem. Den mussten wir noch machen. Ja, gut. Das. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das jetzt so der ausschlaggebende Punkt sein könnte. Aber. Tja, so. Ne. Stopp. Solange es läuft, ist alles gut. So, sehr schön. Den können wir hinstellen. Ole, ole. So, warte mal. Jetzt hatten wir hier noch. Was haben wir hier? PC, LED, Batterie und Diagnose stellen. Stellen wir da hin. So, was war bei dem? Von wir wissen, ja. V. Hesse. V. Hesse. Warte mal, den können wir eigentlich direkt kassieren. Dann ist er schon mal aus den Füßen. Katsching. Mein PC war Schrott, aber jetzt funktioniert er einwandfrei und schon seit Tagen keine einzige Fehlermeldung mehr. Jawohl, 5 Sterne bekommen. Nice, gefällt mir. So, neue Teile. Ja, gut, okay, da komme ich mich später drum. So, die können wir dann verwerfen. So, V. Hesse haben wir hier. Können Sie meinen Rechner reparieren, was auch immer defekt sein mag? Sie müssen mal intensiv prüfen, was wohl vorgefallen ist. Da kommt immer diese Fehlermeldung wegen eines Datenträger-Lesefehlers. Es liegt an der HDD. Stimmt, ist das okay, dass alles so staubig ist? Wenn es denn möglich wäre, fände ich ein paar Kunststoff-Blaukabel da drin prima. Aha. Ja gut, okay, warte mal. PC-Daten, was haben wir hier? Ach, das ist die Mottoni Easy Store 250. Ah ja, hier, stimmt, da war was. Hatte ich die schon ausgetauscht? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Tu mal her. Festplatte. Aha, guck, kaputt. Zack, und da hatten wir auch schon eine neue bestellt. Einmal rein damit. Kabel, ah ne, halt, installieren. Kunststoff Blauwilse. Kann sie haben. Einmal. Zack. Und zweimal. Zack. Jawohl. So, der Rest der Kabel. Ja, lasse ich jetzt mal so, wie sie sind. Okay, wie schiebe ich die Dinge jetzt hier wieder rein? Hoppala. Genau, so einmal rein, jawohl. Installieren. PC-Teile, so haben wir jetzt hier. Nein, ist die falsche. Zack.
Einmal wieder zu. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. So. Dann schmeißen wir mal unseren... Obwohl, warte mal, wenn ich schon einmal hier bin, kann ich den Laden hier auch direkt zumachen. Machen wir mal den nicen PC hier wieder zu. Ist eigentlich auch ein geiles Bild, ne? Wenn diese Anzeige da nicht wäre. Egal. Ah, komm her. So. Und dann einmal unseren... Na. Stick hier rein. Dann sollte das doch eigentlich auch wieder funktionieren mit dem Betriebssystem. Und starten. Okay, hat nicht funktioniert. So weit, so gut. Okay. Dann kann ja theoretisch nur noch die SSD auch noch defekt sein. Ist jetzt natürlich nicht so geil, aber gut, okay, was willst du machen? So, die SSD Sean Mega 120 GB. Dafür muss das Kabel weg. Und das Kabel muss auch weg. So, die habe ich natürlich nicht, ne? Okay, dann wollen wir die auch noch eben schnell bestellen. Festplatte. Sean Mega 120 GB hier. In den Warenkorb. So, warte mal, lass mal gucken hier. Festplatten. So, die ist kaputt gewesen. Die kann weg. So, und die ist aber nicht kaputt. Die ist nicht kaputt. Egal, die bestelle ich jetzt trotzdem. Die bestelle ich jetzt einfach mal. So, einmal den Shop. Warenkorb anzeigen. Ich habe hier schon jede Menge Sachen bestellt. Lieferung am nächsten Tag. Jawohl, her damit. So, dann wollen wir mal schauen. Ich beende jetzt erstmal den Tag hier. Zack. Also ich habe auch schon für die nächsten PCs ein paar Sachen bestellt. Mal gucken. Also ich finde es jetzt gerade ein bisschen blöd, dass die SSD-Festplatte, die ist ja nicht als defekt angezeigt. Woran kann es liegen? Wir schauen jetzt mal. Installieren. Festplatte. Ihr hattet es mir ja mal in die Kommentare geschrieben, ne? Vielleicht liegt es an der Festplatte. Bauteil des Kunden wieder installieren. Ja, siehst du, kann ich gar nicht neu machen. Wow. Okay, dann nehmen wir die doch wieder rein. Oder liegt das jetzt ehrlich gesagt nur an diesen bescheuerten blauen Kabeln, die die haben will? Ey, dann dreh ich aber am Rad. Wenn es nur an den Kabeln liegt, dann aber nachtmattisch. So, zack, einmal. Zweimal. So, nee, halt, stopp. Entfernen. Ja komm, dann tun wir mal das Kabel da raus. Das da raus. Ah ne, das war das Falsche. So. Jetzt installieren wir wieder Kabel Kunststoff Blau. Jetzt bin ich ja echt gespannt, ne? Ob das echt daran gelegen hat. Weil wenn ja, wow. Dann muss ich aber ganz dringend los. Warte mal. Entfernen. Das Kabel nehme ich. Halt, stopp. Entfernen. Ich will dieses Kabel ja auch noch raus haben. Na, komm her. Wieso kann ich das denn nicht anpacken hier? Was soll denn das? Mann! Jetzt. Okay. So, nee, halt.
Ja, warte mal, wir probieren es aus. Kabel. Okay, falscher Knopf, den ich ja gedrückt habe. Jawohl, das ist ein blaues Kabel. Das hier muss auch noch raus. Kabel. Rein damit. So, hier müssen jede Menge massig Kabel wieder rein, ne? So, das kommt dahin. Haben wir. Und nu? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Was ist denn mit dem hier oben? Ach, jetzt muss. Ah, ne, warte. Ernsthaft, ich muss das Gehäuseteil hier entfernen. Komm, ey. Okay, versuchen wir es so rum. So, jetzt aber hier. Kabel. Kabel. Ne, sind wir alle drin, ne? Ne, sind wirklich alle drin. Okay, wir starten den Rechner mal und gucken mal, was jetzt passiert. USB-Stick ist noch drin. Aber er installiert das Betriebssystem neu, ne? Kann es sein? Wow. Ja, diese Frau Hesse macht mich wahnsinnig, ehrlich. Naja. Ein Stratenträger-Lesefehler. Es liegt an der HDD, stimmt. Was bringt denn noch einen Lesefehler? Das kann ja nur die Festplatte sein. Wir haben jetzt beide Festplatten ausgetauscht. Die drei Gehäuselüfter hier drehen sich nicht. Gut, da ist auch nie die Rede jetzt von gewesen. Ich habe keinen Dunst, Freunde. Ich habe echt keinen Dunst. Also da müsst ihr mir nochmal helfen, bitte. Woran kann das hier liegen? An was kann das liegen? Ich habe die beiden Festplatten ausgetauscht. Ich habe ja mehr nicht gemacht. Der Staub ist weg. Blaue Kabel sind drin. Ich bin überfragt. Mache jetzt den Laden erstmal zu. So, und es war ja nur die eine Festplatte kaputt. Die SSD ist ja gar nicht kaputt. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Egal, stelle ich jetzt erstmal wieder auf Seite. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Die Frau geht mir auf den Nerv. Sag ich, wie es ist. Also, wenn ihr mir da nochmal weiterhelfen könntet, wäre super. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal an unser Problemkind ran. Wow. Julian Funke. Der eben auch richtig hart am Nerv, ne? So, wo ist das Kabel? Da. Einmal ab. Jetzt reiße ich hier den ganzen Laden auseinander. Zack, raus damit. Das Kabel raus, das Kabel raus. Das muss raus. Das muss raus. Was muss hier noch raus? Das Ding. Halt, stopp. Na, komm her.
So, so. Mal Strom weg. So, dann hier die ganzen Kabel noch ab. Da oben läuft auch noch ein Kabel lang, das muss weg. Und das Kabel hier muss weg. So, halt, Moment. Dann müssen die beiden Kabel noch weg. Und der RAM-Riegel muss auch raus. So, RAM Adata XP GameX D10. Sollten wir uns irgendwie merken. So, raus damit. Raus, ach, da oben noch. So. Die Schrauben müssen wir auch lösen. Warum muss man die eigentlich lösen? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Egal. So, okay. Und jetzt wollen wir mal eine neue Hauptplatine ins... Nein. Installieren. So, und das war die hier. Gigabyte GAB, hast du nicht gesehen, 250. Motoni A320 MTEC. Motoni A MTEC Plus. MTEC Plus, da. Ist aber auch nicht... Alter, ist doch nicht normal. Ja, wow. Völlig für lau jetzt den ganzen Scheiß auseinandergebaut. Woran liegt es denn? Jetzt mal im Ernst. Kann mir das mal einer erklären? Ich habe keine Ahnung. Die Erklärung von einem Kumpel von mir, ja, die klang einleuchtend. Die klang sogar sehr einleuchtend, weil er sagte, ich habe die RAM-Bank beschädigt. Das heißt für mich, Digga, du warst scheiße. Und hast dumme Sachen gemacht. Aber offensichtlich lag es nicht daran. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ist kaputt. Also weg damit. So, hier haben wir... Den schmeiße ich jetzt einfach mal auf. Hallo? Und kann ich den da nicht einbauen? Okay, verstehe ich nicht. Und mal auf hier den Laden. So, installieren. Ja, komm, wir nehmen. Ach so, ja, ja moin, weil ich am Prozessor am rumfuchteln war. Nicht am RAM, alles klar. Ich habe nichts gesagt. So. Dann hier den, warte mal. Den Bügel wieder zu. Kabel auch wieder ran. Jawohl. Da oben hin. Julian Funke, was wollte der für Kabel haben? Jetzt muss ich erstmal gucken. Kunststoff blau, nein, das ist die Hesse. Funke. Kunststoff grün will der. Okay, alles klar. Dann kriegt der Kunststoff grün. Das Kabel müssen wir nochmal rausnehmen. Wir brauchen. Nein. Kabel Kunststoffgrün. So, du kriegst Kunststoffgrün, Kollege. Zack, rein damit. Jawohl. Und das hier dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das nach hier unten. So. Das hier kommt da oben dran. Und damit sollten wir alle Kabel drin haben, oder?
So, dann Prozessorkühlung von Julio, von dem Hannes hier. So, rein damit. Zack und zack. So. Speicher. Dann, welcher war das? Adata XP Gaming DC8. Den hier. Den setze ich jetzt mal einfach da dran. Die Grafikkarte muss wieder rein. Die kommt wieder dahin. Ich sehe nichts. Jawohl. So. Kabel. Zack und zack. So, haben wir alles. Schon mal seine Laden. Und die Diagnose ist immer noch die gleiche. Also ich habe jetzt zwei Rechner, wo ich nicht weiterkomme. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ernsthaft. Bitte Leute, helft mir. Ansonsten, ja, schmeiße ich die beiden Aufträge zum Teufel und sollen die gucken, wo sie diese klarkommen auf ihr Leben. Weil ich habe keine Ahnung. Ich habe das ausgetauscht, wo die sagen, daran liegt's und es funktioniert halt nicht. So, hier, ja gut, okay, hier komme ich jetzt nicht weiter erstmal, weil Zeit ist auch schon wieder rum. Tolle Wurst. Ich kann mir den Text hier nochmal so häufig durchlesen. Ich wollte einen neuen Prozessorkühler einbauen und habe dabei wohl ein paar RAM-Bänke beschädigt. Ja, wow. Die RAM-Bänke habe ich, habe jetzt schon eine andere RAM-Bank genommen. RAM haben wir ausgetauscht. Platine geht nicht also Hauptplatine geht nicht auszutauschen. Wo dran liegt's? Entstaubt haben wir das Ding. Und die Kabel, die er haben will, in Kunststoffgrün, haben wir auch eingebaut. Also ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt habe ich hier, ne, der hat ein Budget von 100. Ey, ist, ganz ehrlich, das finde ich normal. Oder kann man diese RAM-Bänke auch einzeln ausbauen? Kann ich mir nicht vorstellen. Wäre dann, würde dann unter Speicher fallen, aber RAM-Bänke habe ich. Seit wann kann man RAM-Bänke ausbauen? Das wäre mir neu. Und nein, kann man nicht. Ernsthaft, also Freunde, wenn ihr mir da bitte mal helfen würdet, weil ich habe jetzt bei beiden Rechnern habe ich ein Problem. Bei der hier weiß ich nicht, was da mit der Festplatte nicht in Ordnung sein soll, weil Festplatte ist ausgetauscht. Die SSD habe ich jetzt für lau gekauft. Die lässt sich nicht austauschen. Und bei dem ist genauso mit der Platine. Habe ich auch ausgetauscht, funktioniert nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Frustriert. Frustriert, hart. So, hier muss ich eine Hauptplatine ersetzen, das weiß ich. Das hat er mir hier auch schon gesagt. Die habe ich auch schon am Start. Aber das frustriert mich richtig hart. Ich habe keine Ahnung, woran es liegen soll. Die gehen mir beide so auf die Nerven. Das kann doch nicht wahr sein. Muss doch irgendwie möglich sein. Und ich habe einen Rahmen ausgetauscht. Was auch im Budget liegt. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt außerhalb des Budgets. Ah, ne, halt. Hier, der hat auch die Sean Mega. Ich weiß aber auch nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich das rausfinden könnte. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, vielen Dank dafür, vor allen Dingen mal. Es gibt kein Programm, wo man mit das feststellen kann. Ja, wow. Wie soll ich jetzt rausfinden? Ich kann jetzt nicht jedes scheiß Teil da austauschen und der hat ein Budget von 100. Dann kann ich den Laden noch zumachen, so. Macht ja gar keinen Sinn.
Und bei der Hesse ist das mit der HDD. Auch beide erneuert. Die Mortier Tony Easy Store 250 GB war defekt. Ja, habe ich auch neu gemacht. Die Shawn Mega 120 GB kann ich nicht neu machen, weil da sagt er mir von wegen, nein, geht nicht. Also deswegen, ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Ich weiß sonst nicht, wie ich die beiden Aufträge abschließen soll. Wäre cool, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet. Wäre ich euch sehr verbunden. Vielen Dank dafür. Dann machen wir jetzt erstmal hier einen frustrierten Feierabend, weil, naja, ich brauche ein Feierabendbier jetzt erstmal. Jetzt muss ich erstmal gucken gehen, dass ich hier. Ich wüsste sonst halt, wie gesagt, nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Egal. Dann machen wir in der nächsten Folge machen wir hier die beiden Rechner hier fertig. Da weiß ich ja, was los ist. CPU und Hard, ne, CPU und PSU ersetzen, habe ich bestellt. Hauptplatine und Luftkühler ersetzen, habe ich auch bestellt. Müssen wir auch dann ran. Kriegen wir hin. Von daher, schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bitte, bitte helft mir. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß sonst nicht weiter. Und ja, ansonsten bewerten, kommentieren sowieso. Und auch gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mit besseren Ergebnissen dann. Bis dahin und ciao, ciao.